herzlich willkommen. Warum verwenden wir so gerne Pillen für die Behandlung von Endometriose? Und das, obwohl sie häufig einen schlechten Ruf haben und Nebenwirkungen machen. Und welche Pillen sind überhaupt geeignet? Und wie funktioniert das Ganze? Viele Fragen und einige Antworten von mir heute in diesem Video. In der Schulmedizin gibt es in der Tat gar nicht so viele Möglichkeiten, Schmerzen einer Endometriose zu behandeln. In der ESCHRE-Guideline über Endometriose finden wir diese Darstellung, welche einen kurzen Überblick gibt, was denn überhaupt in Frage kommt. Erstens besteht die Möglichkeit, einfach mit Schmerzmitteln zu arbeiten und die Schmerzen so direkt symptomatisch zu behandeln. Die zweite Möglichkeit ist, hormonell zu behandeln, wo es auch wieder verschiedene Varianten gibt, und dann bleibt als dritte Option noch die Operation übrig. Bei den hormonellen Möglichkeiten gibt es vor allem die Gestagenpillen, die Progestin-Only-Pills, abgekürzt POP, und die kombinierten Pillen, die Combined Oral Contraceptives, abgekürzt COC. Dann gibt es noch die GnRH-Analoga, welche die Hormonproduktion der Eierstöcke komplett abstellen. Heute möchte ich mit euch anschauen, warum die Pillen so beliebt sind. Der Hauptgrund, warum die Pillen so beliebt sind, um Endometriose-Schmerzen zu behandeln, ist die Tatsache, dass sie in der Anwendung sehr einfach sind und für die Schmerzen oft einen guten Effekt haben. Natürlich machen sie auch Nebenwirkungen, aber dazu kommen wir noch. Das Wirkprinzip der Pillen besteht darin, den Hormonzyklus zu unterdrücken. Indem dem Körper jeden Tag die gleiche Dosis eines synthetischen Hormones gegeben wird, fällt die zyklische Steuerung weg und die Menge, die an Hormonen im Eierstock gebildet wird, wird reduziert und auf ein konstantes Niveau jeden Tag gebracht. Diese Unterdrückung des Zyklus hat einen positiven Effekt auf Endometrioseherde, Adenomyose und auch auf die Dysperistaltik, also diese übermäßige Aktivität der Gebärmutter mit zum Teil massiven Krämpfen. Der natürliche Zyklus stimuliert nicht nur den Aufbau der Gebärmutterschleimhaut, sondern aktiviert auch Endometriose und Adenomyoseherde. Und wenn es dann zum Abbau der Gebärmutterschleimhaut kommt, dann werden auch die Endometrioseherde zum Teil wieder abgebaut, bluten ab und verursachen dadurch eine noch stärkere Entzündungsreaktion, als sie sowieso schon machen. Wenn wir jetzt den Zyklus unterdrücken, werden diese Herde weniger stimuliert, müssen nicht mehr auf- und abgebaut werden und machen dadurch weniger Entzündungsreaktion. Und das hat wahrscheinlich hauptsächlich einen positiven Effekt auf die Schmerzen. Wenn ein Zyklus über längere Zeit unterdrückt wird, kann es auch sein, dass Endometrioseherde zurückgehen, vernarben und auch später nicht wieder aktiv werden. Sowohl die Progestin-Only-Pills, also die POP, wie auch die kombinierten oralen Kontrazeptiva, die COC, werden für die Behandlung der Endometriose häufig verwendet. Es gibt keine klare Datenlage, welche sagen würde, welche Variante besser ist. Aus meiner Sicht sind die reinen Gestagenpillen klar die bessere Option. Mit den Gestagen-Only-Pillen kommt es, wenn es richtig funktioniert, überhaupt nicht mehr zu einer Menstruationsblutung. Für die Endometriose ist es ideal, wenn möglichst wenig Blutungen auftreten. Ein weiterer ganz wichtiger Grund, der für mich dagegen spricht, eine Kombipille für die Behandlung einer Endometriose zu verwenden, ist die Tatsache, dass diese Pillen in den allermeisten Fällen als Östrogenkomponente das sogenannte Ethinylestradiol enthalten. Und das Ethinylestradiol ist der Grund, warum durch die kombinierten Pillen das Thromboserisiko erhöht wird. Und es ist einfach nicht notwendig, dieses Thromboserisiko auch noch in Kauf zu nehmen. Und wenn es um Endometriose geht, dann möchten wir ja möglichst wenig Stimulation und daher auch nicht unbedingt noch eine Östrogenkomponente wie das Ethinylestradiol zuführen. Besonders sinnlos ist es dann, wenn eine kombinierte Pille im üblichen Einnahmeschema mit Pause gegeben wird. Dann besteht nämlich jeden Monat wieder eine Abbruchblutung, die für die Endometriose nicht von Vorteil ist. Wenn schon eine kombinierte Pille gegeben wird, dann bitte doch in der Langzeiteinnahme ohne Pause. Und die beste Möglichkeit, eine kombinierte Pille einzunehmen, ist es, dann eine Pause zu machen von 4 bis 7 Tagen, wenn es zu einer Blutung kommt. Manchmal kann das viele Monate dauern, manchmal sogar Jahre.
Wenn ihr weitere Details zur Anwendung und Wirkungsweise von Pillen erfahren möchtet, dann schaut doch meine Videos zu diesem Thema. Der Grund, warum Pillen einen schlechten Ruf haben und dann eben doch häufig nicht eingenommen werden für deine Endometriosebehandlung, sind die Nebenwirkungen. Die häufigsten Nebenwirkungen, die auftreten, sind aus meiner Sicht psychischer Natur. Mit Pillen kommt es vermehrt zu Stimmungsschwankungen, einer Tendenz zu einer depressiven oder aggressiven Laune und zu einem veränderten Empfinden. Diese psychischen Nebenwirkungen sind aus meiner Sicht klar der Grund, warum am häufigsten eine Behandlung mit einer Pille nicht möglich ist oder abgebrochen wird. Und ich denke auch, diese Nebenwirkungen sind der Grund, warum Pillen teilweise einen so schlechten Ruf haben. Und noch schlimmer kann man die Situation dann machen, wenn man behauptet, dass die Pillen gar keine solchen Nebenwirkungen machen würden. Als weitere typische Nebenwirkung, vor allem bei den Gestagenpillen, ist eine Gewichtszunahme und Appetitsteigerung. Wenn ihr weitere Informationen zu den Nebenwirkungen haben möchtet von Pillen, dann schaut doch mein Video dazu. Was ebenfalls ein großes Problem ist, ist der Libidoverlust, also die reduzierte Lust auf Sex. Das ist recht häufig der Fall, wenn man den Hormonzyklus unterdrückt. Allerdings kann es gerade, wenn es um Endometriose-Schmerzen geht, auch einen positiven Effekt diesbezüglich geben, weil ständige Schmerzen beim Sex sind auch nicht gerade lustfördernd. Und wenn man diese Schmerzen behandeln kann mit einer Zyklusunterdrückung, dann ist manchmal der Gesamteffekt sogar tatsächlich eher positiv. Ganz wichtig: Jede Pille, die den Zyklus unterdrückt, ist auch eine sichere Verhütung. Auf den Pillen mit Dienogest, die zur Behandlung der Endometriose zugelassen sind, steht drauf, es sei kein Verhütungsmittel. Das hat aber nicht damit zu tun, dass sie den Zyklus nicht unterdrücken und dadurch nicht als sichere Verhütung wirken, sondern hier geht es um die Zulassung. Es macht also keinen Sinn, zusätzlich zur Einnahme von Dienogest ein Verhütungsmittel zu verwenden. Auf der anderen Seite ist die Möglichkeit einer Zyklusunterdrückung zur Behandlung von Endometriose-Schmerzen dann keine Option, wenn Kinderwunsch besteht. Fazit: Eine Zyklusunterdrückung mit einer Pille ist für die Behandlung von Endometriose-Schmerzen häufig eine gute Option. Aus meiner Sicht sind die Gestagen-Only-Pillen, die POP, besser geeignet als die Kombinationspillen. Und wenn schon eine Kombinationspille gegeben wird, dann doch bitte als Dauereinnahme oder Langzyklus. Wenn man kombinierte Pillen verwendet, muss man das Thromboserisiko in Kauf nehmen und alle Pillen, aber insbesondere auch die Gestagen-Only-Pillen, haben häufig psychische Nebenwirkungen. Das ist wahrscheinlich, wie gesagt, der häufigste Grund, warum die Pillen nicht verwendet werden können und warum sie auch einen schlechten Ruf haben. Leider gibt es aber für die Behandlung der Endometriose in der Schulmedizin nicht so viele Möglichkeiten und häufig ist es die Suche nach dem Weg mit den geringsten negativen Auswirkungen. Ein Weg zwischen den Schmerzen und den Nebenwirkungen. Eine super tolle, optimale Lösung ist manchmal einfach nicht möglich. Manchmal ist es durchaus eine Option, verschiedene Gestagene zu probieren, denn die Nebenwirkungen sind individuell zum Teil sehr verschieden ausgeprägt und es gibt auch keine Regel, aus der man ableiten könnte, welches Gestagen besser oder weniger gut verträglich ist. Es bleibt schlussendlich nichts anderes übrig als ausprobieren. Es ist häufig nicht so einfach, eine gute Lösung zu finden. Also bleibt dran, damit ihr Bescheid wisst, denn Wissen ist Macht. Gebt mir ein Like, abonniert meinen Kanal, wenn ihr das nicht schon getan habt, und seid beim nächsten Video wieder dabei.